Es ist ein Schiff. Das ist deine Idee. Wir schlagen es ein in irgendwas mit Wachs, Siegelwachs und Honig. Und dann darfst du es nicht ins Wasser fallen lassen. Sagen wir, ich lege es auf ein Schiff rauf. Wie lange braucht es, bis es explodiert? Du musst es nass machen. Da kannst du sehen, wie es größer und größer wird, wie es Risse bekommt, wie es wärmer wird, und dann musst du laufen. Ist ja ein toller Plan. Ich möchte erstmal was Kleines. Wie wäre es mit einer Probemenge? Vielleicht so faustgroß. Faustgroß. Nur um was zu probieren. Und wenn es klappt, dann bestelle ich mehr. Wer sagt, dass das überhaupt funktioniert? Also gut, das hört sich nach einem Plan an. Sagen wir 10 Dukaten. 10 Dukaten? Ich zähle mal meinen Fingern ab. Das ist ganz schön viel. Nee, so viel habe ich nicht. Dann. Wie wär's mit 3? Wie wär's mit 3? Ja. Was habe ich eben gesagt? Er kratzt sich so im Kopf. Ihr sagtet 5. Und also, ich schlag euch 3 vor. Also gut, machen wir 4. Und keine weiteren Verhandlungen. 3,8. Ich sagte keine weiteren Verhandlungen. Ach, kommt schon. 3,8 und dein Kurs. Wenn die mir eine richtig große Menge besorgt, dann zahle ich euch richtig viel dafür. 3,8 und dein Kurs. Von wem? Von euch für mich. Ich nehme meine Finger, küsse auf meine Finger und drücke ihm die auf die Wange. Willst du mich verarschen, Mädchen? Sowas wie dich sieht man hier nicht allzu oft. Ihr wisst auch warum. Also gut, 5 Dukaten. 4. 6. Ihr habt doch vorhin noch 3 gesagt. 7. Ihr habt doch vorhin noch 3 gesagt. Ich versuche mal zu überlegen, dass er vorhin 3 gesagt hat. Ja, würfel mal eine Überredenprobe, erschwert um 10. Herausragend ausgezählt. Okay, also um 7. Boah, ist der hässlich. So. Ich nehme meist Handwerk, für solche Typen brauchst du auch kein Token. Solche Typen darfst du keinen Token haben, da geht der Effekt verloren. Also gut. 3,8. Gut. Ich habe ja vorhin Geld mitgekriegt für die Stoffe und so. Haben Sie so viel dabei, damit es mir geben kann? Ja, alles klar. Okay. Er werkelt ein bisschen herum, kommt dann nach ein paar Minuten aus seinem Haus wieder raus und drückt dir so einen kleinen apfelgroßes Stück Metall in die Hand. Und das muss jetzt nass werden und dann macht's Buff? Hier drücken und dann da Wasser reintun. Und dann laufen. Na gut. Wenn's funktioniert, bin ich in ein paar Tagen wieder bei euch. Aber dann kostet das mehr. Wieso? Weil ich dann umgezogen bin. Und weil ich meine Kosten auch irgendwie decken muss. Und ich muss euch irgendwie finden. Und wenn euch die anderen nicht finden, verdient ihr gar nichts mehr. Meine Spuren kann jeder finden, der füchsisch kann. Und der riechen kann. Oder so. Naja, ich finde euch schon. Ja, er malt mit einem Stück Kreide auf die Häuserwand. Und verschwindet dann wieder in dem leicht schwelenden Haus noch. Also es brennt nicht wirklich, aber irgendwas schwelt da wohl noch vor sich hin. Kannst du füchsisch? Ja. Okay. Ja, dann hat er wohl gerade da seine Markierungen hinterlassen. Du kannst auch noch andere Markierungen erkennen, also das ist nicht das erste Zeichen. Du wirst ihn wahrscheinlich von hier aus mit weiteren Spuren finden können. Okay. Ja, dann gehe ich doch mal zum Hafen und versuche mal das Ding in die Luft zu sprengen und gucken, ob es funktioniert. Irgendwo hingehen, wo es natürlich nicht so viele Leute mitkriegen, wo es auch keinen stört. Okay. Mitten in der Stadt. 16, 18.000 Menschen. Ja, nicht mitten in der Stadt. Ja, also da musst du erstmal ein Stück laufen. Deswegen habe ich gesagt, ich will irgendwo auswärts gehen, dann möchte ich warten, bis es später Abend ist. Oder bis es später ist. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit gequatscht, wie spät ist es überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Kannst du dir aussuchen. Gut, dann ist es Abend, damit mich keiner sieht. Und ja, also du läufst halt den ganzen Tag an der Stadtmauer entlang, tiefer Manadi oder grüner Manadi.
Und kannst dann auch die Granate testen. Es ist eben genau das, was er sagte. Sie explodiert auch unter Wasser, wenn du das machen möchtest. Also das funktioniert tadellos. Ich packe die unter Wasser rein, werfe sie unter Wasser und gucke mal, ob unter Wasser was passiert. Ja, also du kannst Puff. sehen, wie es eine große Explosion unter Wasser ergibt. Ein Ball, der sich ausdehnt und in alle Richtungen dann verspritzt wird. Dann blubbt das Wasser wieder nach unten oder spritzt einmal mit einer großen Fontäne. Gibt es ein paar tote Fische, die ich mitnehmen kann? Würfel mal ein W4. Okay. Einfach sieht, wie du da frevelhaft angelst, das geht ja gar nicht. Nein, 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 ich bin nein. weggegangen. Sie ist weggegangen, hat sie extra gesagt. Extra. So, dann machen wir weiter Wo habe ich denn mit W4 hier? unten unter der Chatbox. Das ist die Dreiecke, die Spitze. Nee, das war der W10. Oh. Neben dem Plus- oder Minuswürfel. Ach der. Genau, Pyramide, die drei Seiten. Was ist das für ein Würfel? Ein W4. Ach du Schande. Ich gehe trotzdem 4 Fische. Juhu! Dann machen wir weiter mit Jalan, der wird zum Chortempel. Ja, und zwar läuft er da natürlich, wie sich das gehört, vollständig gerüstet und bewaffnet auf. Okay. Ja, wieder viel los vor dem Haus, aber du kommst dann irgendwann rein. Ja, ich dränge mich erstmal zwischen den Pilgern durch. Ja, schau mich schon mal um, ob es hier irgendwelche kompetent söldnermäßig aussehenden Leute gibt und halte mich an den ersten Geweihten, den ich erblicken kann. Ja, du wirst sicherlich überall hochkompetente Leute finden. Also viel mehr als sonst irgendwo. Aber du findest natürlich auch noch genauso viele Dullis, aber die sind natürlich auch offen zu erkennen. Natürlich dann auch die Leute vom immerwährenden Kampf, das sind auch die vorne in der Drachenei-Akademie rumstanden. Also die findest du ja auch. Ich schau Und mal. ja, also du kannst auf alle Fälle einen Geweihten ansprechen. Bevor ich das tue, finde ich Potro. Nein, der Potro ist im Hotel Bordell der Sonne, Haus der aufgehenden Sonne. Und dann den ersten Gewalten. Na, euer Gnaden, habt ihr einen Moment? Selbstverständlich. Was kann Dann ich für muss ich euch tun, Rittersmann? denn hier fragen, wenn ich ein paar anständige Söldner suche? Stell dich in eine der Ecken zu den Schreien und dann kannst du dort deine Angebote machen. Alles klar, muss ich irgendwas beachten? Beachte den Kodex. Habt ihr da eine Abschrift für mich? Ich kenne den nur vom Rande her. Was suchst du denn? Zu Land oder zu See? Zur Beritten? See. Immer zur See. Zur See. Dann solltest du ihnen 3 Silbertaler bieten. Die Plünderungsrechte Besseren einräumen. haben wir vermutlich ein bisschen mehr. Plünderungsrechte. Du musst definieren, wie viele. Was wird es denn kosten, wenn ihr mir bei solchen Dingen zur Hand geht? Wenn ihr mir. Das kann ich auch für dich machen, wenn du dich dazu nicht in der Lage berufen fühlst. Schau dich an, so ein bisschen verächtlich. Es ist doch schließlich der Dienst an eurem Gott, dass ihr beachtet, dass die Feinheiten dieses Kodex eingehalten werden, nicht wahr? Selbstverständlich ist das meine Aufgabe. Ich kann es für dich tun, wenn du zu schwach bist. Wenn du dich nicht traust, hier herumzubrüllen. Hör mal, warte kurz, Arroganz. Ja, es interessiert ihn nicht. Er dreht sich um, lässt sich alleine, geht in so eine Ecke, die er dir eben gewiesen hat, stellt sich da auf so ein Steinpodest. Brüder des Kampfes! Dieser Mann hier bietet gutes Gold und guten Kampf. Plünderungsrechte für den Kampf auf der offenen See gegen die blutige See. Man schaut zuerst den Geweihten an, dann dich, nickt dir zu und eine Traube von Söldnern steht um dich herum. Lass mir von jedem erstmal erzählen, wie er heißt, woher kommt und was er kann. Ja, sind so 20 Leute. Die Hälfte kommt aus Kunchum. Die andere, ein Viertel kommt aus den Thylamidenlanden und ein weiteres Viertel kommt dann aus dem Mittelreich oder Umgebung. Für einen Gibt's Schicksalspunkt Tobria? kriegst du auch einen Tobria. Oh, und dann. Ich habe meinen Schicksalspunkt leider schon ausgegeben. Hast du schon? Habe ich schon für die irgendeine Probe. Möchte jemand anderes Schicksalspunkt geben? Aber nicht. Alles Gut, klar. doch, Dann doch, mein kannst du haben. Wovor zum. Ja. wird nicht gefragt. Alles klar. Dann findest du dort einen. Ja, es ist tatsächlich ein Ritter.
Ein Ritter. Aber wir lassen ihn dann nicht aus Topien kommen, sondern aus dem Bornland. Und er kann dir eine andere Geschichte erzählen. Dazu dann allerdings beim nächsten Mal mehr, denn er kommt aus Pavi, ein Rittersmann aus dem Bornland, der von dort vertrieben worden ist. Und der kann dir dann eine Geschichte über Pavi erzählen und über Glorana. Oh, jetzt bin ich Sein gespannt. Name ist Jargold Riedkötter vom Bärenhain. Und er hat auch eine Knappin, die er mit steuern würde, Frieda zum Blütenfeld. Den müssen wir haben, egal was er will, wir nehmen ihn. Alles klar. Packe ich schon mal an die Liste. Wie gesagt, ein Ritter mit Knappen. Also dann in der bornischen Tradition, nicht in der tobrischen, aber die ist ja dann als Bruder im Geiste auf alle Fälle besser als das, was die Nostrianer und andere Geister dann machen. Richtig, Nostriaken. Alles klar. Ja, sonst noch irgendwelche Wünsche? Irgendwie Thulamiden oder irgendwas anderes? Da man ja ein bisschen rassistisch ist, natürlich bevorzugt Mittelreicher. Aber wenn die alle wie Dullis aussehen, dann gibt's halt Thulamin. Ja, dann gebe ich dir noch drei Mittelreicher und dann wird der Rest irgendwie thulamitisch abgefüllt. Suche ich dir bis Die zum nächsten Mal werden raus. 10 Stück zu haben? eingestellt zu. Wie bitte? 10 Stücke zu haben? Ne, 5. Okay, dann ja, kriegst du noch drei weitere. Gut, die werden Drei bitte. eingestellt zu 3,6 plus Verpflegung. 3,6 plus Verpflegung sind 4 Dukaten, ne? Trag das mal bitte im Forum ein. Was? Nein, jeder für 3,6 Taler plus seine Verpflegung. Achso, okay. Also Ja, 4 Taler am Tag. schreib das bitte, wie gesagt, ins Forum mit den Ja, von der. 5-mal Söldner für so und so Preis und dann auch, wie viele Tage die dann behalten. Was hier wichtig ist, die lassen sich nicht irgendwann von dir nach, wenn du sie für 50 Tage bezahlst, lassen sie sich nicht für 50, also nach dem 50. Tag lassen sie sich nicht in Mendena absetzen, nach dem Motto, alles klar, wir sind jetzt, ja, 50 Tage sind rum, hier ist Mendena, viel Spaß. Das machen die nicht mit. Also du musst sie wieder im mittelreichischen oder thulamitischen Gebiet absetzen. Also entweder Valusa, Festum, Perikum, Beilung, Kuntium, so Sachen. Ne? Also die Häfen müsstest du dann anklappern oder du musst sie halt weiter bezahlen. Ja, die Feinheiten dieses Vertrages würde ich dann gern mit den anderen mal Genau, absprechen und das machen darüber wir Gedanken machen. dann. Das machen wir nächstes Genau, Mal so gern. genau, das machen wir nächstes Mal. Und also die lassen sich auch selbstverständlich nicht irgendwo kurz vor Wahrung dann nach dem Motto, okay, du hast jetzt für 50 Tage bezahlt, wir sind nach Schwarztobrien rein, Rastasor bekämpfen. Wir stehen jetzt hier 10 Meter vor Wahrung, viel Spaß, ich bin raus. Das machen die auch nicht. Gut, aber dazu dann später. Alles klar. Dann hast du im Chor-Tempel Erfolg? Renijian möchte in die Kutium-Akademie oder was hast du vor? Ja, also da bin ich ja sowieso regelmäßig irgendwie Sachen zu lernen. Ich hätte jetzt allerdings auch versucht, mich so ein bisschen daran zu beteiligen, ein paar Leute zu engagieren, die wir als Schiffsbesatzung mitnehmen können. Sei es jetzt Kämpfer oder Matrosen, da bin ich nicht so ganz genau. Ich mache das dann aber im Maraskaner Viertel, Habe ich weil mir da gedacht. laufen die fähigen Leute rum. Ja. Und ja, ich fange mal an bei meinem neuen Freund Aedifridigian an. Lade ich mich mal auf eine Portion Maraske ein und fange dann an, so ein bisschen Klatsch zu verbreiten. Und das, ich glaube, morgen hatten wir gesagt, da will Ephadaios seinen Aufnahmetest, glaube ich, durchführen. Ja. Suchst du Matrosen oder Söldner? Sowohl als auch. Dir ist natürlich bekannt, dass die Lorcher, es ist natürlich thulamitische Bauweise, aber wird sehr, sehr gerne von Maraskanern benutzt. Deswegen sind die Segel auch immer so bunt. Also, wenn die jemand segeln kann, dann sind es Maraskaner. Bist du schon genau richtig. Ja, Aldifridigian erzählt dir auch wieder den neuesten Klatsch, dass so und so sich die Haare gefärbt hat und der hat neue Kinder bekommen und da ist der Onkel, der hat einen ganz fiesen Pickel am Hals und das sieht echt eklig aus, aber naja. Ich krieg leider im Moment keinen neuen Klatsch mit, deswegen bin ich da hochinteressiert dran. Ja. Als ja, Bezahlung, als kleiner Bonus, gibt's dann noch für die ganzen Kämpfer und Matrosen eine Wollmütze in der Farbe nach Wahl. okay, erzählst du denn von deinem eigenen Kontor? Von was erzähle ich? Von deinem eigenen Kontor, dass Brindigian jetzt ein eigenes Kontor hat? Ja, ich denke, das kann man erstmal so hinstellen, dass das mein Konto ist, ja. Okay. Gut, ja, Aldifridigian hat auch direkt mehrere ja, Gesichter dann vor Augen. Also wenn du ihm so erzählst, dass du jetzt auf der Suche bist nach neuen Matrosen und Söldnern, dann kennt er da schon wieder ein paar.
Und er empfiehlt dir dann auch eine Gruppe von Söldnern und Seefahrern, die vor kurzem erst aus Synoda gekommen sind. Du weißt ja, dass hier in Aztuzak leider zurzeit sehr, sehr viele Alte und sehr, sehr, sehr viele Junge da sind. Die ganzen Kämpfer sind nur kurzweilig in Tutsak, denn die brechen dann immer wieder aus, auf von hier aus in Richtung Maraskan, um sich zu kurz zu erholen und schließen sich dann dem Shikanidatan oder den einzelnen Widerstandskämpfern. Also wirklich lang bleiben die hier in Aztuzak nicht. Und wenn dann eben ja eine Gruppe von Söldnern oder so hier eintrifft, dann wollen die auch ganz schnell wieder weg. Und das ist denen quasi auch egal, ob das nach Maraskan geht, aber Hauptsache gegen die Heptarchen. Ähnlich wie dir das geht. Ja, also Und wenn der weiß, dass die hier gibt, dann gehe ich da auch mal direkt hin und lasse es nicht den Klatsch machen. Spreche ich selbst mal ein bisschen mit denen und ja. Also erzähl dann halt davon, dass es hauptsächlich Garrecher sind, die dabei sind, mit denen wir mitreisen, die sich aber für deren Verhältnisse ganz gut schlagen im Kampf gegen die Ungeschaffenen. ja. Ja, vor dir eine Sumujida, die wohl ja, ein Nachtwind auf dem Rücken trägt. Und neben ihr eine weitere Jindajida, die versteht sich auf dem Kampf mit dem Fächer. Und zwar führt sie zwei Fächer gleichzeitig. Ganz exotisch. Kriegsfächer. Ja, preise die Schönheit, Bruderschwestern. Preise die Wo kommt Schönheit, ihr her? Was Bruderschwester. treibt euch nach Kundrum? Wir haben vor einiger Zeit, naja, für das Shikanidat gekämpft, von Sinoda aus, zusammen mit der Hilfe der Beskane. Und nachdem wir die ein oder anderen Piraten aus der Fürstkomtei niedergestreckt haben in Tutsak, haben wir etwas Pause in Kunchum gemacht. Seid ihr zur See gefahren oder wart ihr im Dschungel unterwegs? Sowohl das auch, aber in letzter Zeit haben wir uns der Seefahrt mehr verschrieben. Man kann dort einfach mehr erreichen, denn die meisten haben mittlerweile hohe Palisaden aufgestellt und nur wenn sie dumm wie sie sind mit ihren einzigartigen Ideen in den Dschungel hineinlaufen, um irgendwelche Tiere zu jagen, dann kann man sie vielleicht von hinten oder von oben niederstechen. Aber von See rechnen sie kaum mit einem Angriff. Gerade in Tuzak nicht. Die meisten, die dort herumlaufen, sind wohl Schmuggler. Und wenn man dann mit einem nicht ausgeschriebenen Boot hineinfährt, dann haben sie wenig Verdacht. Gerade nicht bei einem offenen Angriff. Die Schwierigkeit ist eigentlich nur wieder hinauszukommen. Das ist gut. Wie es der Zufall will, suche ich noch ein wenig Unterstützung. Auch im Kampf gegen die Ungeschaffenen und die Hässlichen. Ah, wir haben schon von dir gehört, du bist dieser Brindicia, nicht wahr? Ganz genau. Von dir sind die Stoffmützen. Im weitesten Sinne, ja. Das haben wir schon gehört. Du hättest sie dir vielleicht teurer schützen lassen müssen. Ah, ich bin froh, wenn sich so etwas verbreitet und ja, alle davon profitieren können, mit diesen Mützen herumzulaufen. Sie sind wirklich sehr schön. Geld ist doch nur nebensächlich. Gerade im Winter, wo der kalte Wind in Kuntium hineinpfeift, gerade auf der offenen See oder, naja, in Maraskan ist das nicht ganz so schlimm, aber stilvoll. Ja, es ist furchtbar kalt hier. Ich glaube, ich werde mir heute oder spätestens morgen auch noch eine dieser Mützen kaufen. Ja. Ich schlottere schon, sobald die Sonne untergeht. Also gut, du hast Interesse an ein paar Mietschwertern? So sieht es aus. Wenn ihr ein paar Ungeschaffene zurück in den Ätragin treiben wollt, dann seid ihr bei mir wahrscheinlich an der richtigen Adresse. Ja, uns ist es eigentlich egal, gegen wen wir ziehen. Also, gegen welchen Ungeschaffenen. Es gibt viele von ihnen. Ich habe noch kein konkretes Ziel, aber sicher wird es gegen die Hässlichen gehen. Also gut. Du wirst uns irgendwo hier finden in Aztuzak. Aber du solltest vielleicht in den nächsten, sagen wir, 20 Tagen auf uns zukommen. Sonst kann es sein, dass wir wieder weg sind. Ja, ich denke, ich werde früher bei euch sein. Ansonsten warten wir hier auf Abruf. Hervorragend, dann werdet ihr von mir hören. Ausgezeichnet, Bruder, Schwester. So, bevor ich das vergesse. Jindajida. Und Sumojida. Habe ich schon aufgeschrieben, passt schon. Gut.
Ich würde gerne nochmal zum Effat-Tempel, um dort halt auch zu fragen, wie man gut Thema anheuern kann. Ja, alles klar. Ja, ein reinweißer Tempel aus Alabaster. Hier war ja Wascha schon vor ein paar Tagen und hatte da mit einer alten, runzligen Frau gesprochen, die dann im Effa-Tempel verschwunden ist. Du warst hier noch nicht, aber hast es dann von einer Flottenmeisterei aus gesehen. Das heißt, du findest deinen Weg unbeschadet in den nächsten paar Tagen irgendwann zum Effa-Tempel. Ja, wenn du hineinkommst, kannst du sehen, dass hier wohl eine ganze Menge auch los ist, was dich vielleicht auch erfreut. Und du kannst tatsächlich auch hier erkennen, wie ein paar Torwalle dabei sind, sich zu unterhalten, und zwar ziemlich lautstark, im Gegensatz zu den anderen Eferdis, die hier, also es sind nicht unbedingt immer nur Eferdis, aber auch viele einfach Effa-Gläubige. Die Swaffni-Geweihten sind aber ziemlich laut hier. Lange ist es her, dass ich einen deiner Tempel betreten habe. Gehe zum nächsten Wasserbecken und spritze mir da etwas Wasser ins Gesicht und schmiere mich einmal am Körper entlang mit ja, feuchten Händen ein. So, ich schaue mich einmal um und ja, gucke nach einem der hiesigen Priester und ja, nach Ja, also Möglichkeit mit wir möglichst. sind in der Zeit auch schon fortgeschritten. Das heißt, du hast wohl deine Haihautrüstung schon fertiggestellt und du kannst sehen, wie ein Swaffni-Geweihter mit oberfreiem Körper auf dich zukommt. Wow, geile Rüstung. Das wohl. Danke, Mann, Ifransai Leder. Sehe ich, streichelt so ein bisschen über die Rüstung. Wann hast du den erlegt? Weißes Leder. Wird wohl ein Mond her sein. Hatten gar nicht gerechnet, auch den zu treffen, aber als wir ein paar der kleineren Haie aufgeschlitzt haben, naja, da hat der halt Witterung aufgenommen. Und dann hast du ihn gleich geschnappt und zu einer Rüstung verarbeitet. Also natürlich nicht alleine. Ah, Der ganz Ifansai, klar. der kam aus der Tiefe und er hat auch erstmal eines der Ruderboote von uns mit zerbissen und naja, bis wir den dann hatten, haben wir mit Harpunen beworfen und boah, ihr hättet den anderen Typen sehen sollen, wie der seinen Speer geschleudert hat. Na, der hatte uns fast in die Tiefe mitgezogen, aber als er dann die zweite Runde für seinen Angriff gemacht hat, haben wir noch eine verpasst und bei seiner dritten Runde, da haben wir ihm dann den Rest gegeben. Swafni ist stolz auf dich, das wohl. Ich bin Danke, Swafgard. Mann. Swafgard Ingrid schon. Safgard, hi. Ich bin einfach da aus. Mein Phyreios, du kommst nicht von hier, ja? Ja, du doch auch nicht, oder? Natürlich nicht. Ich komme aus Torval, aus Bremen. Was hat dich hierher verschlagen? Ihr blutige Seemann. Haie jagen. Deswegen bin ich auch hier. Kraken, Seeschlangen. Bin schon auf 5 Seeschlangen geritten. Vier davon habe ich getötet. Ist das dein Ernst oder ist das hier Seemannsgarn? Weil. Nein. Scheiße, weil. Würfel mal eine Menschenkenntnisprobe. Ja, bist du mit den Torwalern nicht ganz so vertraut? Es könnte sein, dass er auf ihn geritten ist. Es könnte sein, dass er sie erschlagen hat. Was du auf alle Fälle an seiner Kette siehst, das ist ein Zahn. Und zwar ein ziemlich großer. Und das ist kein Hai. Sag mal, ich habe gehört, die Seeschlangen, wenn sie alt werden oder wenn sie wissen, dass sie sterben, dann schwimmen die alle zum gleichen Punkt. Weißt du, was ich meine? Du fängst hier an, von Seeschlangen zu reden. Ah. Wir haben da was gehört, aber wir wissen nicht, ob das richtig ist. Die alte Aber was Aschelbiss ge. weiß wohl ein bisschen mehr, aber mit der kannst du auch nicht drüber reden. Die ist halt zu alt. Komm mal mit raus. Wer, wie heißt sie? Asche bis? Aschelbiss, ja, die Wände haben Ohren. Komm mit. Ja, geht er wieder mit dir raus aus dem Effa-Tempel, hockt sich dann auf die Stufen. Also. Ich hab einen Freund, guten Freund, aus einer Otter. Und die benachbarte Otter, der Sohn von dem Hetman, von dem Bruder. Das ist Ragnar Angrenschun. Und der hat mir erzählt, dass er früher
dass er früher mal da war. Lange her. Ist auch ein alter Mann mittlerweile. Aber er hat gesagt, er weiß, wie das da aussieht und dass es wohl so einen Friedhof gibt. Aber es ist lange her, hat er gesagt. Da gibt's wohl auch keine Seeschlangen mehr, also keine Grippe oder sowas. Die hat Beorn wohl alle kaputt gemacht. Ah, der Widersacher von Elassan. Ja, der Blender. Kennst du die Geschichten? Na, nicht so gut, wie ich gerne würde, aber ja, von den beiden habe ich natürlich gehört. Beorn ist nicht wieder aufgetaucht. Ist dann einfach verschwunden. Aber Aslife ist natürlich wiedergekommen. Naja, dieser Ragnar ist zumindest, der war dabei, sagt er zumindest. Aber wie gesagt, da ist nichts mehr. Also er sagt, da laufen halt noch ein paar Echsen rum. Auch ein paar viele für seinen Geschmack, aber er wollte da wohl damals nicht so gern drüber sprechen, weil da ist wohl irgendwas passiert. Er fuchtelt so ein bisschen mit seinen Händen vor seinem Gesicht rum. Geister und Dämonen, wo stehst? Da wirst du besessen. Hast du Visionen und so ein Blödsinn. Ah ja, das kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Und er spricht von so einer riesigen Pyramide, die unterirdisch war, mit Zeichen drauf, die haben eine Geschichte erzählt. Älter als die Zeit. Ja, und der lebt jetzt wo? In Torwall oder wo? Nee, ich weiß nicht, wo der wohnt. Irgendwo hier, in der Nähe. Ich glaube, der ist auf Maraskan. Was ja. Aha. Wie ist er nochmal? Ragnar Kuhn. Ragnar Angren schon ist das. Das war der Bordmagier. Bordmagier bei. Aber du, ich weiß nicht, ob das. Das können auch Gerüchte sein. Ich habe den selber nie gesprochen. Einige sagen auch, sein Rücken ist vernarbt. Also. Vernarbt wie so Muschelvernarbt. Ne, wenn du. Als ob da Muscheln rauswachsen würden. Einige sagen, er hatte wohl mal einen Pakt oder sowas. Hat er mal wieder gebrochen. Ich würde dem Seemanns gar nicht vertrauen. Also wenn ich dir sage, er klopft dir nochmal auf die Schulter. Wenn ich dir sage, dass ich auf Seeschlangen reite und dass ich sie töte, dann kannst du mir das glauben. Aber lass mal vom Friedhof der Seeschlangen, lass lieber die Finger. Das ist gefährlich. Ja, wenn du das sagst. Gibt's hier in der Nähe denn Seeschlangen? Hier in der Nähe? Nee. Also in der blutigen See kann halt immer mal wieder was vorkommen, aber die halten sich meist von Kuntjob fern. Kann halt sein, dass sie von Norden nach Süden immer mal so kreuzen, aber die wollen hier nicht hin, die haben hier nichts. Ab und zu mal im Süden von hier. Unten in den Sümpfen, im Moor, da kann auch nochmal welche sein, aber. Nein. Okay. Aber gut. Guck dir nochmal den Effer da drin. Hast du die große Statue gesehen? Der wirkt eine Seeschlange. Oder eher sowas wie eine Dämonenschlange. Aber sag das wie gesagt nicht so laut. Wenn du Asche bist, darauf ansprichst, die ist da nicht ganz so gut drauf zu sprechen. Wer ist denn diese Aschepis? Das ist die Bewahrerin von Wind und Wogen. Ah, ach so, okay. Ja. Aber der möchte ich auch. Halt. Okay. Naja, das Alter bringt Weisheit mit sich. Ja, und Verwirrung. Ja, leider. Die Guten sterben früh im Kampf. Und während er das sagt, kannst du spüren, wie ein leichtes Beben von den Treppenstufen zu spüren ist. Vielleicht sogar unterhalb des Tempels von irgendwo.